Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja versprochen, nachdem mir das Bike auf den Trails so gut gefallen hat, dass wir das Ganze auch natürlich noch im Bikepark testen müssen. Und wo kann man das Ganze am allerbesten machen? Ganz klar im Bikepark OE hier in Olpe. Und ich schnappe mir jetzt gleich das Rad und dann geht es mal mir darum, wie verhält sich das ganze Ding auf Sprüngen? Ja, und warum ist das ganze Thema mit den Sprüngen so interessant für mich? Ganz einfach, das Gewicht vorne ist ja durch die Gabel jetzt ein bisschen verändert und es könnte natürlich sein, dass das Ganze sich sehr, sehr frontlastig anfühlt auf Jumps. Und da ich hier die Jumps einfach super gut kenne und oft hier bin wegen den Kursen und so weiter und alles in- und auswendig kenne, ist hier einfach der optimale Ort, um herauszufinden, ob mir das auch noch auf Jumps gut taugt, weil dann, ja, dann wäre das tatsächlich wirklich eine Option. Es gibt übrigens auch noch News hier unter dem letzten Video vom Swoop. Hat hier jemand einen Beitrag von MTB News gepostet und da wird darüber gesprochen, dass tatsächlich das Swoop eine Freigabe für eine Doppelbrücke hat. Und den blende ich euch mal ganz kurz ein. Du kannst das Swoop auch zum Downhiller umbauen. Wir haben es freigegeben für eine Doppelbrückengabel. Nicht für den Downhill World Cup, aber für den Hobby Racer, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Tja, und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass ich theoretisch das ganze Rad einfach so lassen könnte und weiter so fahren könnte. Natürlich muss ich mir dann eine Gabel und ein Laufrad besorgen und das wäre kein richtiges Enduro mehr. Wobei ja die Enduro-Qualitäten, ja, da gibt es einfach Bikes, die fahren besser bergauf. Da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Aber dennoch ging das Swoop ja trotzdem sehr, sehr gut bergauf und ich war positiv überrascht. Und das würde ich dann praktisch aufgeben. Aber naja, wir fahren jetzt erstmal ein paar Laps hier einfach auf den Jumps und wir gucken mal, wie sich das Ganze anfühlt. Und am Ende kriegt ihr natürlich ein Feedback und natürlich live währenddessen die ganze Zeit. Viel Spaß beim Video. Oh Leute, schon mal ein bisschen warm pedaliert, ne? Übrigens. Boah, okay. Boah, okay. Okay. Alter. Alter, krass, ey. Hey. Krass. Übrigens, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe das mit der Bremse noch nicht geregelt bekommen, aber einen Tipp von Thomas bekommen, den ich noch umsetzen muss. Puh, ey, das geht voll krass. So, second try. Jetzt das Stückchen hier. Boah, Digga, krass. Jetzt teste ich gleich nochmal. Also ein bisschen dieses ruppigere Testen auch, inwiefern sich das verändert hat. Ich weiß nur leider nicht genau, welche Linie hier gut ist. Krass. Also das Problem hier müssen wir lösen, aber das hier ist abnormal geil. Richtig geil. Alter, macht so Bock das Fahrrad so. Krass, es gefällt mir 10-mal besser als normal. Es rollt halt auch immer noch so gut wie ein Enduro, ne? Halt auch geil. Noch so gut pushen. Boah, Digga. Boah. Sie springt überall weiter. Boah.
Alter Falter! Nehme ich jetzt ein bisschen flacher mal raus. Alter! Aber okay. Boah, Digga! Oh, wie butterweich das Fahrrad landet. Alter, krass. Boah, das taugt mir echt krass gut. Heftig. So Leute, wie ihr seht, es ist ja schon ziemlich dunkel und wir haben auch schon alles aufgeladen und sind eigentlich bereit für die Abreise. Was soll ich sagen? Das Swoopy funktioniert einwandfrei mit Doppelbrücke im Bikepark. Richtige Spaßmaschine. Ich bin richtig begeistert. Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich an meiner Reaktion schon so ein bisschen gemerkt, dass mir das echt gut gefällt. Und ja. Mal gucken, wie lange ich das Privileg noch habe, das so fahren zu können, wenn der Thomas die Sachen zurückbraucht. Aber das ist auf jeden Fall eine Option, Leute. Ich kann es, also wenn ich jetzt das Norco zum Beispiel nicht hätte oder ein Parkbike einfach nur haben will, ich würde sagen, das ganze Ding ist jetzt wirklich nicht so, nicht zum Racen oder so gemacht. Es fährt sich ein bisschen so wie das Cube 215. Es erinnert mich so mehr daran. Allerdings nicht ganz so schnell. Das 215 ist wirklich krass schnell gewesen. Und das Swoop läuft auch schnell, aber nicht so ultraschnell, würde ich es jetzt mal einkategorisieren. Ich muss sagen, aber es macht mir mega, mega Spaß. Und die nächsten Male, wenn ich in den Park fahre, werde ich zu dem Gerät greifen. Das heißt, ich hoffe, ich habe noch die Chance, das ein paar Mal so zu fahren. Taugt mir mega, mega gut. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, Leute, günstig eine Doppelbrücke irgendwo schießen könnt, auf eBay oder was weiß ich, und ihr so ein Rad und Swoop habt, probiert es mal aus. Also denkt dran, ihr müsst euch so einen Adapter hier besorgen, und damit das Ganze passt. Aber es ist keine große Aktion, das umzurüsten. Größte Problematik ist natürlich, dass man ein anderes Laufrad braucht. Aber vielleicht gibt es, also ich habe gelesen in manchen Foren, es gibt irgendwie auch so Adapter, die man praktisch auf die Achse stecken kann, dass da auch eine Achse für eine Downhill-Gabel durchpasst. Aber ja, vielleicht werde ich mir sowas besorgen auch. Und dann kann ich das Laufrad benutzen, was ich habe, und muss nicht ein neues Laufrad kaufen. Das wäre natürlich super. Wenn ihr da Tipps habt und da irgendwie einen Link zu habt, gerne wieder in die Beschreibung. Auch das letzte Mal hat das super funktioniert mit unserem Community-Austausch, dass wir da in den Kommentaren uns so ein bisschen ausgetauscht haben zu dem Thema. Und ja, die Bremse kriege ich in den Griff, Leute. Ich habe da jetzt ja einige Hilfestellungen bekommen und vom Thomas nochmal einen Tipp. Keine Sorge, das kriegen wir auch noch hin. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Test hat euch gefallen auf Trails und auf hier ein bisschen Steinfeld fahren. Und hauptsächlich, aber heute ging es mir ums Jumpen, ob das unausgeglichen ist oder whatever. Aber überhaupt gar nicht. Es springt einfach nur überall irgendwie einen Meter weiter als das Norco. Braucht wesentlich weniger Energie, um in die Luft zu gehen. Und alles in allem einfach ein geiles Experiment. Hat mir richtig Bock gemacht. Ja, wir fahren jetzt nach Hause und dann gibt es wie immer irgendwas Leckeres zu essen. Und wir müssen uns aber jetzt sputen, denn wir müssen noch einkaufen gehen. Heute ist ja Samstag und ehe wir wieder Sonntag ohne alles Mögliche da sind, müssen wir auf jeden Fall schnell ein bisschen einkaufen gehen. Was sagst du dazu? Wozu? Zum Einkaufen gehen? Ich bin nicht so für einkaufen. Wir haben Samstag. Am Wochenende. Samstag? Da bestellen wir immer. Samstag kann man noch einkaufen gehen. Döner, Pizza, Nudeln. Morgen erst. Ja, Michi ist jetzt beleidigt. Ist jetzt beleidigt? Denn du kochst nicht. Ich? Ja, ich bin ein Superkoch. Ja, oh, ich habe noch meine Schuhe draußen liegen lassen. Ach. Wieso hast du denn hier in der Bude überhaupt das Licht angelassen? Meine Güte, ey. Gut, Leute, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Fertig?
Nummer. Du stehst auch die ganze Zeit in meinem Bild. Ja. Ich wollte, dass man da so ein bisschen Einladen-Action macht.